Jo, willkommen zurück, Horizon Zero Dawn, in Sonnenfall. Krass, wir hätten auch die Mauer kaputt ist, oder? Trotzdem ist es ziemlich beschämend, erschreckend, dass es den Leuten hier wirklich nicht gut geht, oder? Ich meine, guck mal. Das Sonnenlicht erinnert mich, wir haben für Meridian gekämpft und leben doch im Schatten. Wir sind Kaja. Scheiße. Wir halten das auf. Ja, und sie denken, sie sind die richtigen Kaja, ne? Muss man sich klar machen. Okay, bevor wir reingehen, nehmen wir selbstverständlich Wie heißt sie? Nochmal den Händler in Anspruch. Shiana. Ich kannte mal eine. Das den Dialog kennen wir schon. Der ist oben, der Händler. Okay, gehen wir mal rein. Ich habe nebenbei noch was, mir was zu essen gemacht. Also, wundert euch nicht, wenn ihr mich schmatzen hört. Begib dich zum Zitadellenhof. Ja, was brauchen wir? Boah, Schwarzbrot ist immer hängt mir im Hals, ne? Wir brauchen Draht. Tschüss, Geld. Ach so, wir könnten hier nochmal gucken. Auch nicht so mega viel Geld, aber ein bisschen, ne? Danke. Oh je. Ich habe nur die besten Waren. Trankmäßig können wir Tränke kaufen bei ihm. Also wir können erstmal welche herstellen wahrscheinlich. Cool. Eine sogar relativ viele. Nee, sorry, das ist mir zu teuer. Da bin ich zu geizig für, das geht ja gar nicht klar. Zumindest nicht mehr. Gib ihnen Zeit. Ich bin sicher, sie vermissen es. Oh je. Also ich möchte nicht gegen den Behemoth kämpfen. Jetzt werden wir sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Was willst du damit sagen? Ich habe das Netzwerk doch gecrashed, oder etwa nicht? Theoretisch sollte alles... Sehr gut. Willkommen in der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Und einstweilen, sieh dich um. Okay, jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Na, ich weiß ja nicht.
Bist du gekommen, um uns im Exil zu begaffen? Mal sehen, wie du guckst. Hä? Die hab ich heute hergeräumt, oder nicht? Ups. Bei der Sonne, ich hab so einen Hunger. Hatte ich auch gerade. Oha. Deshalb sind die so gut im Nahkampf. So schade, oder? Das ist so eine schöne Stadt eigentlich vom Bau her. Oh. Naja. War okay. Fremde, wenn ihr etwas über die heutigen Kopfgelder erfahren wollt, kommt in den Thronsaal. Ihr werdet keine Scherben verdienen, wenn ihr hier draußen rumsteht. Dreckiger Söldner Abschaum. Ich nehme die Scherben. Auch wenn ich dafür Bahavas zuhören muss. Die Schattenkater sollen einen der Iden suchen. Könnte sich auch. Ich habe keine Zeit, mit Fremden zu reden. Oh, okay. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her, seht Itamen, den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen. Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthid. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, eher Gefangener als König, nicht wahr? Was für tolle Haare. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das grüne Zelt, unten in Schattenseite. Ich warte dort. Keine Zeit. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig. Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Also, der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Uthid, ein beliebter Offizier der Schattenkarger, wurde von Hohepriester Bahavas zu Tode verurteilt. Es muss mehr dahinter stecken, als auf den ersten Blick zu sehen scheint. Aber die Falken. Machen wir aber nachher, oder? Ha, sie wollen, dass wir ihn sehen. Er ist ziemlich beeindruckend. Du bist Kikuks Killern nicht bekannt. Gibt es irgendwelche Lieder über dich? Vielleicht. Was ist mit dir? Nur Totenklagen. Wir beenden die Lieder. Ob Mensch oder Maschine. Durch uns schweigen sie. Oh, charmant. Wärme steht für Schwäche. Was diese Waffenruhe angeht, vielleicht brauchen wir wirklich eine Atempause. Wenn auch nur vorüber. Ich jage mit Kikuk. Sprich mit ihm, wenn es sein muss. Noch eine Nora außerhalb des Heiligen Landes. Verbannung ist eine bittere Pille. Nora, du trägst ein Sucherzeichen. Es ist komplizierter als das. Ich bin Ausgestoßene, wie du. Ja, ich bin Jan. Das sind die Gemiedenen.
Wir jagen auch den verhassten Stamm. Sogar gratis. Vergiss das nicht. Warum wurdest du ausgestoßen? Mord. Du? Geburt. Komisch. Man nennt mich Wilder Taraf, Beschützer von Lucent Bahavas. Beschützer oder Vollstrecker? Kommt drauf an, wie der Schatten fällt. Jetzt verschwinde. Für etwas mehr Essen würde ich die Arbeit der Fremden gern übernehmen. Warum haben die alle Namen? Da passiert noch was, oder? Die Balustrade. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Auf die andere Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ich habe dir den Weg hineingezeigt, aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. Ich google. Okay, man kann aber noch Nebenaufgaben machen nachher. Okay, alles gut. Also wir können nachher auch noch die... Alles gut. Also alles locker flockig. Ich gehe runter. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem Wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Identiscan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey, Elisabeth Sobeck hier. Bitte Zutritt. Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren?
will ich? Öffne diese Tür! Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... Nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja, gut. Machst du jetzt bitte weiter. Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Okay. Oh, Alter. Das ist hell. Eine Kribbelecke hier unten. Mein Gott. Okay. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Überrascht dich das wirklich? Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Was war das hier für ein Raum? Vielleicht eine Entschuldigung. Bunkertür, noch ein Vorfall. An Loungepersonal. Von Loungepersonalverwaltung. Der unglückliche Zwischenfall mit Dr. Bobovic heute Morgen ist ein weiteres Beispiel dafür, dass das Empfangspersonal Unterstützung braucht. Wir wissen, dass Zero Dawn ein außerordentlich kompliziertes Projekt ist, aber als diejenigen, die an vorderster Front stehen, möchten auch wir endlich gehört werden. Wie bereits erwähnt, brauchen wir menschliche Dolmetscher, beispielsweise für Polnisch, Sicherheitspersonal, das beispielsweise wütende Embryologen im Schach halten kann, und dermale Beruhigungsmittel, beispielsweise für Menschen, die auf Polnisch herumschreien und Stühle und Vasen, nach dem Empfangspersonal werfen. Ja, die meisten der Kandidaten sind relativ ruhig und benehmen sich gut, aber wir brauchen Hilfe bei denjenigen, die die Ausnahmen dieser Regel darstellen. Bitte antworten Sie auf diese Nachricht. Gangshalle, sieh dich um. Das war die Empfangshalle, das ist richtig. Wir brauchen Unterstützung. Von Empfangspersonal an Verwaltung. Das Empfangspersonal benötigt beim Umgang mit dem ZD-Kandidaten bei ihrer Zukunft, also Zero Dawn-Kandidaten, bei ihrer Ankunft in der Anlage zusätzlich Unterstützung. Viele sind verängstigt oder verwirrt, manche sind sehr aufgewühlt. Diese Personen sind nicht daran gewöhnt, dass man ihnen Informationen vorenthält. Wir benötigen zumindest menschliche Dolmetscher. Die Sprachbots reichen nicht aus und leichte Beruhigungsmittel für die extremsten Fälle. Jede Art von Unterstützung ist willkommen. Vielleicht wäre es ein Anfang, wenn ich eine Antwort auf meine Mails erhalten könnte? Wie bei uns auf der Arbeit, ja. Bitte nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Ein kleinerer Raum. Nachschub sonst... Zum fünften Mal, bitte sorgen Sie für Kräutertee-Nachschub in der Lounge. Wenn ich noch einmal leben muss, wie so ein Eierkopf der Krise kriegt, weil die Sorte Bio-Gurke-Minze oder Brombeersalbei alle ist, drehe ich noch durch. Bitte antworten Sie und diesmal ohne Sturm im Teeglas und abwarten und Tee trinken, Witze, okay? Na gut, wenigstens haben Sie Ihren Humor nicht verloren, trotz der angespannten Situation. Schalldämmung. Wäre es möglich, die Schalldämmung zwischen VR1 und dem Lounge-Bereich zu verbessern? Die meisten Kandidaten bleiben während der Präsentation ruhig, aber diejenigen, die schreiend oder schluchzen, werden von Kandidaten, die auf ihren Aufruf warten, deutlich gehört. Ist nur eine Idee. Bitte begeben Sie sich in den Vorstellungsraum 1. Dort erwartet Sie eine wichtige Nachricht zum Zweck Ihres Besuchs. Ja, schon klar, wir sind gerade quasi wie ein Kandidat. Was war das hier? Eine Holographenbühne. ZD01-Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte.
dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist. Das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt. Weil sie von mir kamen. Und das sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten. Gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten. Den ganzen Schwachen. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern, schlafend, auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris... Ende. Das stimmt doch nicht. Das Leben auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet. Ich muss weitersuchen, herausfinden, wie sie das geschafft hat. Okay, interessant. Das heißt, man hat in Bunkern, wie ich es gesagt habe. Zero Dawn, ab Day Zero soll die Menschheit fortbestehen, nachdem die ganze Biomasse der Erde vernichtet wurde. Deshalb sehen auch die ganzen Gebäude so komisch aus. Es war alles Stein. Gott, sind das viele Dokumente. Falken! Sie sind reingekommen. Durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Tötet, was sich bewegt! Was ist das hier? Ein Grab? Gespräch. Hier muss ein Fehler vorliegen. Ich verstehe nicht, warum ich hergebracht wurde. Warum sie mir das alles zeigen. Ich weiß, das ist alles etwas... Im Wartebereich saß ich neben einem Nobelpreisträger für Biophysik und einem Mönch, glaube ich. Der sprach weder Englisch noch Mandarin. Es ist sehr merkwürdig. Und General Harris, wovon hat er geredet? Der Roboterschwarm, die Pharaoh-Plage. Natürlich ist das alles furchtbar. Aber kann man es wirklich nicht stoppen? Warum erzählt man uns das? Es gibt Leute in Shanghai, meine Freunde, meine Familie. Sie sind Operation Enduring Victory bereits beigetreten. Oh. Ist das alles sinnlos? Werden wir alle sterben? Wir werden einige dieser Fragen beantworten können. Ich will einfach nur wissen, warum ich hier bin. Ich verstehe das einfach nicht. Sie wurden wegen ihrer Fähigkeiten hergebracht.
Nein, das kann nicht sein. Ich bin Kunsthistorikerin. Ich kenne die niederländischen Meister. Japanische Kalligrafie. Gerhard Richter. Aber was bringt das jetzt noch? Jetzt haben wir die eine schon aus Versehen mitgescannt. Oh Gott. Das war's. Korrekt, ja. Diese mechanischen Monster töten Menschen also nicht nur, sondern ernähren sich auch noch von ihnen? Nicht nur Menschen, von sämtlichem organischem Material. Alles Lebendige wird zu Nährstoffen aufgelöst? Jahrtausende der Evolution verflüssigt? Das Wunder des Lebens wird zu blutigem Biotreibstoff? Kurz gesagt, ja. Wer war das? Pharaoh? Dieses Arschloch. Ist er hier? Nein, Doktor. Bitte. Sagen Sie ihm, dass Tom Paike mit ihm reden will. Aufhören! Aufhören! Doktor! Bitte! Holen Sie sofort Pharaoh hierher! Oh je. Yeah. Zeig dich endlich, du elender Penner! Ja, das ist ja tatsächlich machbar. Die sind ja auch nicht so stark, beziehungsweise nicht so viele. Dann kennen wir uns jetzt ja. Sehr schön. Ich lasse die Kamera mal aus gerade, weil es hier so dunkel ist. Red Endek. Sie haben früher für Pharaoh Automated Solutions gearbeitet. An den Selbstreplikationsroutinen der Chariot-Modelle. Ich dachte, mich erwartet hier eine Urteilsverkündung. Als Ihre Leute mich geschnappt haben, dachte ich, wird doch Zeit. Ich habe versucht, meine Schuld zu verdrängen. Ich habe versucht, meine Schuld zu verdrängen. Jeden Tag seit... Möchten Sie eine kurze Pause machen? Nein, nein, es ist nur... Ich hatte wirklich gehofft, dass wir mit Zero Dawn alles rückgängig machen können. Meine Arbeit. Es tut mir leid, dass ich je stolz darauf war. Aber Ted konnte einem seine Konzepte wirklich gut verkaufen. Und in den Laboren, angesichts unserer Schöpfungen. Dieser erste Testlauf, als man sehen konnte, dass sie ihre eigenen Strukturen verstanden... Dass sie sich selbst nur mit Speicherplatz und Licht nachbauen konnten. Es gab keine Grenzen. Oh Gott, es gab keine Grenzen. Travis Tate. Mehr sprechen willst? Puh. Mama hatte also recht. Wie bitte? Meine Mutter, sie hat die Bibel immer sehr ernst genommen. Nicht nur sonntags. Sie hat jeden Tag nach der Bibel gelebt. Ihr Lieblingskapitel? Die Offenbarung des Johannes. Tja, ich habe sie nicht immer verstanden. Sie redet so undeutlich und so. Aber wenn sie mal deutlich war... Wir sind schon zu weit gekommen, um uns von diesen primitiven Willen aufhalten zu lassen. Wegen der sündhaften Lebensart überall. Da wir gerade davon reden, stört es sie, wenn ich rauche. Eine Tabakzigarette? Tut mir leid, Schätzchen. Da bin ich ganz altmodisch. Kompliment an Ihr Team, dass es mich gefunden hat. Schließlich werde ich schon seit 18 Monaten gesucht. Sterling Malkeith, das war ich. Natürlich, das kann ich gern zugeben. Aber es waren viele Jäger hinter der Beute her und ich konnte sie immer wieder an der Nase rumführen. Wie haben Sie mich gefunden? Ich glaube, Dr. Sobek hat sie als Alpha-Kandidat angegeben. Somit hatte ihre Ergreifung höchste Priorität. Ich wusste doch, dass sie ein Auge auf mich geworfen hat. Hey, gibt sie eigentlich keinen anständigen Kaffee? Sie wissen schon. Blutkaffee? Kriegscappuccino? Mr. Tate, ich erteile Ihnen die Zulassung zur nächsten Phase. Gehen Sie einfach. Oh je. Gespräch Ron Felder. Hören Sie, lassen wir die Geheimnistuerei. Sie bauen ein Kolonieschiff, das ist doch offensichtlich.
und es wird kein Überflieger. Ich meine, wortwörtlich. Erinnern Sie sich an die Odyssey? Den nationalen Haufen Weltraumschrott, der seit 57 im Friedhof Bobbitt schwebt? Sie flog nirgendwo hin und das sehr langsam. Aber Sie haben ein Ziel, das Sie sehr schnell erreichen müssen. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was für eine enorme Herausforderung es ist, ein Kolonieschiff in kurzer Zeit vorzubereiten? Um das klarzustellen, ich arbeite nicht an dem Projekt. Ist Ihnen überhaupt klar, wie wenige Menschen damit gerettet werden könnten? Das ganze Konzept des Generationsschiffes ist... Es wird nicht umgesetzt werden. Es wird das Erste sein, was man für die Embryonen aufgibt. Für diese Art der Lagerung braucht man Kapazitäten, man braucht Macht, man braucht Ressourcen. Also, selbst wenn sie es tun, wenn sie es bauen und Richtung Sirius X schicken, auf dem Ding wird kein Platz für Menschen sein, okay? Wenn Sie sich bitte beruhigen würden. Ihr seid doch verrückt, wenn ihr glaubt, dass ihr von hier wegkommen könnt. Niemand kommt hier weg. Sanitäter. Haben die denn die Menschen, also die Embryos, wirklich weggebracht zu diesem anderen Planeten? Suzanne Alpert. Mit Suzanne Alpert, Umweltwissenschaftlerin. Doktor? Wie bitte? Ich habe nicht... Doktor? Ich habe nur Ihren Namen genannt. Woran dachten Sie gerade, Doktor? An nichts, was der General gesagt hat, eigentlich. Ich war 2051 beim Syzygy East Einsatzteam dabei, direkt nachdem das zweite Erdbeben den Reaktor beschädigt hatte. Ich träume immer noch davon nach all den Jahren. Wie die rote Zone sich über die Karte ausbreitet, langsam, so langsam, als ob sie ihre Finger ausstreckt. Ihr Einsatz bei diesem Ereignis hat dazu geführt, dass Ihr Name auf unserer Kandidatenliste steht. Wirklich? Das ist interessant, denn nichts hat funktioniert. Dort ist nie wieder etwas gewachsen. Es war ein katastrophaler Fehlschlag. Aber die rote Zone ist nichts im Vergleich zu einer weltweiten Reduzierung der Biomasse. Die Biosphäre und die Hydrosphäre werden zusammenbrechen, lange bevor die Roboter uns vernichten. Enduring Victory bringt uns in dieser Hinsicht gar nichts. Also sollten Sie mir lieber sagen, worum es bei Zero Dawn wirklich geht. Aha. Beraterrichtlinien. Für die Nachbesprechung der Präsentation 1. Der Kandidat muss die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und die Informationen, die sie erhalten haben, vollständig zu verarbeiten. Es ist wichtig, sich der Tatsache bewusst zu sein, dass die Kandidaten soeben Auslöser für schwere mentale und emotionale Traumata ausgesetzt wurden. Gehen Sie nicht davon aus, dass Schweigen oder äußerste Ruhe Zeichen von Einverständnis sind. Es muss unbedingt betont werden, dass alle anderen Optionen zur Bekämpfung der Pharaoh-Plage und zur Sicherung des Fortbestands des menschlichen Lebens in Erwägung gezogen und als nicht durchführbar erkannt wurden. Teilen Sie diese Tatsache ruhig, aber klar und deutlich mit. Machen Sie sich mit den Daten über die katastrophale Umweltauswirkung vertraut, die Nukleareinsätze gegen den Schwarm nach sich ziehen, Anhang B1, sowie über die Undurchführbarkeit, Leben in Orbit, Mond oder Unterwasseranlagen zu erhalten, Anhänge C1, C2, C3, sodass Sie diesbezüglich Einwände der Kandidaten umfassend entkräften können. Bitte ein Kandidat um Zeit, um zusätzliche Informationen in Ruhe allein zu prüfen, ist dieser Bitte unverzüglich Folge zu leisten. Informieren Sie diesem Fall das Sicherheitspersonal, damit der Kandidat hinsichtlich eventueller Selbstmordversuche überwacht werden kann. Die Kandidaten sollen nur dann mit Präsentation 2 fortfahren dürfen, wenn sie die Annahme sind, dass ihr mentaler Zustand hinreichend stabil ist. Bitte beachten Sie, dass Echtzeit-Support über Ihren Fokus zur Verfügung steht. Sicherheitsteams und medizinisches Krisenteam sind Daten beschädigt. Jetzt verstehen Sie sicher, warum wir Sie so dringend hier haben wollten, Miss Okilo. Hauptmann Okilo. Wollen Sie mir dafür danken, dass ich keinen Widerstand geleistet habe? Ich glaube, wir hätten keine diplomatische Lösung gefunden. Als es um das Lithium meines Landes ging, wurde immer ein Schwarm zum Verhandeln geschickt. Metallurgic International, US Robot Command. Die Kennzeichnungen ändern sich, aber die Roboter waren immer die gleichen. Sie haben viel Erfahrung in Mensch-Roboter-Konflikten. Ja, und meine Prothesen beweisen es. Aber ich habe mich diesem Schrecken entgegengestellt, auch wenn die Herausforderung sehr groß war. Cyberkriegsführung. Ich dachte, Zero Dawn wäre ein Manhattan-Projekt, um die Deaktivierungscodes zu erzeugen. Und ich bin zu der Einschätzung gekommen, dass jeder Versuch, die Codes zu knacken, ein hoffnungsloses Unterfangen ist. Ich habe mich beinahe darauf gefreut, dass man mir das Gegenteil beweist. Leider war Ihre Einschätzung korrekt.
Wie Ihr General Harris bereits sagte. Also dann, Sie haben mich nicht hierher gebracht, um mich zu bedauern. Was bleibt jetzt noch? Hier ist cool. Hä? Okay, es ist einfach nur eine Abkürzung, um die zu besiegen, die Gegner. Ich verstehe schon. Okay, weiter geht's. ZDO2-Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Elisabeth Sobeck. Sie wissen es jetzt. Und es ist wahr. Die Pharaoh-Plage verschlingt die Biosphäre. Alles Leben wird verlöschen. Aber muss das das Ende sein? Gibt es für das Leben eine Zukunft? Was, wenn wir einen Samen erschaffen, aus dem nach der Vernichtung neues Leben erblüht? Das ist das Ziel, die Hoffnung von Projekt Zero Dawn. Ein hochintelligentes, vollautomatisches Terraforming-System, das aus der Ödnis Leben erschafft. Was braucht dieses System? Als Kern braucht es eine gute KI, die in der Lage ist, durch Trillionen von Entscheidungen unsere Biosphäre wiederherzustellen. Selbst unsterblich, in der Lage, das Leben wieder neu erblühen zu lassen. Wir nennen sie Gaia. Mutter Natur als KI. Doch das ist nur der Kern des Systems. Sie braucht die Begleitung und Unterstützung einer ganzen Palette untergeordneter Funktionen. Sie erweitern sozusagen Gaias Verstand und jede Funktion dient einem bestimmten Zweck. Das sind keine KI, aber trotzdem ist klar, jede von ihnen stellt eine größere technische Herausforderung dar, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte bewältigt werden musste. Hardware für Schutz und Reifung von Billionen Samen und Embryonen, die neues Leben spenden. Der Bau unterirdischer Anlagen, die das alles enthalten. Und das ist nur der Anfang. Wir müssen nicht das ganze System bauen. Das Schöne am vollautomatischen Terraforming-System ist, dass es sich selbst bauen kann. In den nächsten Tagen hören Sie, wie all diese Funktionen, das, woran Sie jeweils arbeiten, zusammenpassen. Wie wir im Wettlauf gegen die Zeit die Bioproben nehmen, die Software schreiben, Technologie und Anlagen bauen. Wie wir sie schließen und versiegeln, ehe das Unvermeidliche eintritt. Doch noch wichtiger, dass noch nicht alles zu Ende ist. Dass Gaia die Deaktivierungscodes erzeugen wird, von denen Harris sprach. Und dann Sende-Arrays baut und sie überträgt, um die Pharaoh-Roboter abzuschalten. Dass Gaia die notwendigen Roboter für jede erdenkliche Arbeit nicht nur aufbauen, sondern auch konzipieren kann. Von der Detoxifizierung der Atmosphäre und der Meere zur Neubegrünung der Erde mit eingefrorenem Saatgut und zur Besiedlung der Erde mit Tieren. Und dann, wenn all das getan ist, wird eine neue Generation von Menschen, erzeugt in Ursprungsanlagen in aller Welt, an Apollo teilhaben. Dem Archiv unseres Wissens und unserer kulturellen Errungenschaften, wodurch sie von uns erfahren, von der Welt. Und am wichtigsten, von Fehlern, die wir gemacht haben. Dies ist kein unmöglicher Traum. Wir können es schaffen, mit harter Arbeit und unbedingtem Willen. Das Leben hier wird enden. Doch wenn Sie mir helfen, und Gaia, gibt es noch eine Zukunft. Bleiben Sie und formen Sie diese Zukunft. Die gesamte Erde wurde vernichtet, aber dann neu erschaffen? Ja, von einer Maschine. Einer Schöpfungsmaschine. Elisabeth hat das getan. Für das Leben. Für uns. Aber was ist dann mit Hades? Wenn er ein Teil von Gaia war, wie ist er dann im Wrack eines Pharaoh-Roboters gelandet? Und warum will er mich töten? Und Apollo, das Archiv des Wissens, was ist damit passiert?
Ich bin genauso verwirrt wie du. Vielleicht liegen die Antworten vor uns. Boah, mich hat das gerade echt gepackt, ne? So ein bisschen so ein Tränchen im Auge, weil die Idee so schön ist. So selbstlos dann zu handeln halt, wisst ihr, was ich meine? Habt ihr das gesehen? Also die Maschinen, die keine Pharaoh-Roboter sind, also nicht die Metallteufel, nicht die Verderber, sondern die Maschinen wie diese, die, ne, ihr habt ja gerade die Graser und sowas, die sind von Gaia erschaffen, um die Welt zu reinigen. Deshalb zersetzen die auch Maschinen und so. Die Schnappmäuler sollen die Schnappmäuler filtern das Meerwasser sozusagen. Die Maschinen sind von Gaia erschaffen, um die Welt wieder zu rekultivieren. Das sind gute Maschinen, streng genommen. Treffen Sie Ihre Wahl. Sie verfügen jetzt über Informationen zum wahren Ziel und Zweck von Projekt Zero Dawn, die weitaus mehr als streng geheim sind. Dementsprechend können wir Ihnen leider nicht erlauben, diese Anlage zu verlassen. Sie haben jetzt 3 Auswahlmöglichkeiten. Bitte überdenken Sie jede davon sorgfältig. Es stehen fachkundige Berater bereit, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen. Erstens Teilnahme. Sie werden auf der Grundlage Ihres Fachgebiets einem Projektteam zugewiesen. Ihnen sollte bewusst sein, dass ein harter Weg vor uns liegt und der Ausgang des Projektes unsicher ist. Es wird von Ihnen erwartet, mindestens 80 Stunden pro Woche zu arbeiten. Die Kommunikation mit Familienmitgliedern wird stark eingeschränkt und in Echtzeit überwacht. Bei erfolgreicher Fertigstellung des Projekts werden Sie und Ihre nächsten Angehörigen oder 2 Personen Ihrer Wahl in den versiegelten Elysium-Lebensraum überführt, um den Rest Ihres natürlichen Lebens dort zu verbringen. Unbegrenzter Gewahrsam. Sollten Sie die Teilnahme an Projekt Zero Dawn ablehnen, werden Sie für unbegrenzte Zeit im Gewahrsam gehalten. Sie haben 48 Stunden Zeit, Ihre Entscheidung zu überdenken. Danach gilt Ihre Ablehnung als unwiderruflich. Es werden sämtliche Anstrengungen unternommen werden, Ihre Gewahrsam so angenehm wie möglich zu machen. Doch Ihnen ist jeder Kontakt zur Außenwelt verboten und Ihr Tod innerhalb von 18 Monaten aufgrund der Pharaoh-Plage ist unvermeidlich. Wenn die Zero Dawn-Anlage verlassen wird, werden diejenigen Häftlinge, die sich nicht für die Sterbehilfe entscheiden, freigelassen. Sterbehilfe. Die Informationen, die Sie gerade erhalten haben, stellen Feuer... ständigerweise den Sinn des Weiterlebens in Frage. Wenn Sie es vorziehen, Ihr Leben an diesem Punkt zu beenden, bieten wir Ihnen einen schmerzlosen Tod an. Es ist eine Wartefrist von 48 Stunden erforderlich, während der Sie sich stattdessen zur Teilnahme oder zum Gewahrsam entschließen können. Bitte benachrichtigen Sie einen Berater, wenn Sie Ihre Entscheidung treffen möchten oder weitere Fragen haben. Gespräch 2, Brett Endek. Natürlich mache ich es. Die Möglichkeit zu bekommen, wieder aufzubauen, was ich... Der Schaden, den ich... Ja, ich fühle mich der Aufgabe nicht würdig. Aber ich mache es, auf jeden Fall. Ich möchte noch einmal betonen, dass es hier nie um Ihr Verschulden ging. Für mich schon. Dr. Sobek, Margot, es war damals eine kluge Entscheidung von Ihnen, Pharaoh zu verlassen. Aber keiner von uns hat das als Warnsignal gesehen. Wir haben uns gesagt, dass Sie einfach nicht für die BTRI-Intrigen geschaffen sind. Das steht für Better Than Rapid Innovation. Besser im Wettbewerb. Besser als die anderen. Eine bessere Tötungsmaschine. Ist es nicht erstaunlich, dass es 1,5 Jahrhunderte Science Fiction nicht geschafft haben, unsere Spezies vom direkten Weg ins Verderben abzubringen? Ich habe genug von diesem Leben. Ich meine, ich werde hart arbeiten, doppelt hart, um das hier zu verdienen, für meine Familie, damit sie einen Platz im Elysium bekommt. Ich hätte nie gedacht, dass ich etwas wieder gut machen kann. Oh Mann, ey. Natürlich mache ich es. Um sicherzustellen, dass ich mich dieses Mal benehme... Sicherheitspersonal, zu Ihrem Schutz. Möchten Sie darüber sprechen, wie Sie sich fühlen? Na klar. Ich sag's Ihnen. Überrascht? Nein, geplättet. So würde mein alter Herr es ausdrücken. Vollkommen geplättet. Diese Ader, die immer an seiner Stirn pulsierte. Ich dachte, Sie wären einfach nur viel zu schlecht auf ein Raumfahrtprojekt vorbereitet. Aber jetzt sehe ich, dass es schlimmer ist. Viel schlimmer. Sobek ist eine Träumerin. Eine gefährliche Fantastin. Dieser übertriebene Optimismus, das ist grundgütiger. Es tut mir leid, dass dieses Treffen eine Zeitverschwendung war. Ich möchte jetzt gehen. Das ist leider nicht möglich.
Alles, von dem Sie hier reden, ist nicht wirklich. Ich empfehle Ihnen, die Dokumente durchzulesen, die Ihre Optionen erläutern. Ich habe genug gesehen. Ich will hier weg. Was soll das? Lassen Sie... Nehmen Sie Ihre Hände weg! Ja, aber die dürfen nicht raus. Das verstehe ich, dass man die nicht gehen lassen kann. Wenn Ihnen noch übel ist... Nein, die Medikamente wirken. Ich spüre meine Zunge nicht mehr. Ich wünschte... Ich könnte sagen, dass ich daran glaube, aber der Schaden ist zu groß, zu weitreichend, zu vollkommen. Bei allem Respekt vor Dr. Sobeks Arbeit bei Miriam, nein, das Leben findet nicht immer einen Weg, um weiterzumachen. Manchmal kommt es nicht zurück. Wie in Syzygy East, wie im Kongo, wie auf Timor, wie wir. Das ist unsere Belohnung? Eine unterirdische Stadt voller Sterbepatienten, die auf das Ende warten? Sie würden gemeinsam alt werden. Mit ihren Angehörigen. In Sicherheit. Ich habe keine Angehörigen, aber vermutlich könnte ich eine Familie gründen. Leider nicht. Alle Einwohner des Elysiums werden sterilisiert. Ein Lebensraum, der etwa 2000 Personen bis zu 100 Jahre lang erhalten soll, stellt uns vor große Herausforderungen, Dr. Alpert. Wenn sich die Bevölkerungszahl erhöht statt reduziert, werden alle dort drinnen innerhalb von 30 Jahren tot sein. Ich wusste es. Ich konnte mich nur nicht dazu durchringen, es zu sagen. Wie bitte? Beenden Sie es. Leisten Sie Sterbehilfe. Ich möchte kein Teil hiervon sein. Ich will nur, dass es vorbei ist. Ich verstehe. Die Protokolle erfordern eine Wartezeit von 48 Stunden nach denen. Heilige Scheiße. Na, ich würde aber helfen. Tatsächlich. Behaupte ich einfach mal ganz mutig. Eieiei. Hä? Gestrandete Fesseln? Hä? Oh, wegen der Stranding. Dieser mysteriöse Gegenstand ist nur für die ausgefallensten Händler wertvoll. Fesseln hergestellt aus einem unbekannten glatten Material. Der Stranding und das Logo auch. Oh. Das sind Leichenaufbewahrungsorte. Verbrennungsofen, oder? Ich hoffe, wir verpassen keine Audiologs. Ich finde das alles so geil. Gerade. Weil ich das alles nicht mehr wusste. Eindringling, schnapp sie! Entdeckt. Egal was du tust, stirb jetzt bloß nicht. Okay, erstmal Ton leiser machen. Ja, ich glaube, wir werden die Aufnahme jetzt ohne Kamera machen müssen. Dass man die Schulter nicht wechseln kann, ist auf lange Sicht echt nervig. Alle ihre scheiß Stürmer dabei. Was finde ich das denn vor? Einfach mehr als zu treffen, ne? Das wäre für den Anfang, glaube ich, schon gar nicht mal so schlecht. Alter, ich treffe nicht einmal. What the fuck? Alter, weil er sich auch mal duckt.
einem Kaja passen, wirst du Mann. Oh Mann. War aber jetzt schon wieder ein bisschen übertrieben, oder? Mit den dreien. Eieiei. Ich habe mit ihnen besprochen, worum es bei Artemis geht. Und klargestellt, dass ich nicht für einen globalen Zoo zur Verfügung stehe. In den letzten paar tausend Jahren waren wir nicht gerade tolle Hüter der Erde. Also ist die Idee einer wiederhergestellten Biosphäre, naja, erschreckend oder nicht? Eine totale Horrorshow. Wir haben kein Recht, uns da heranzuwagen. Aber die Alternative? Das große Nichts. Es ist doch so viel da gewesen und dann nichts mehr. Und Charles Ronson leitet das Ganze. Ich respektiere ihn. Er ist mit Leidenschaft dabei. Er ist heißblütig. Also habe ich gesagt, dass ich es mache. Und ich werde alles geben im wörtlichen Sinne. Wenn das Projekt vorbei ist, wähle ich die medizinische Option. Vielen Dank auch. Der Berater meint, ich überlege mir das vielleicht nochmal anders, aber da kennt er mich schlecht. Verdammt nochmal, ich werde die Drecksarbeit machen, aber ich will kein Teil dieser erbärmlichen Zukunft sein, die sie anzubieten haben. Ich gehöre an die frische Luft. Mir hat das Gefühl von künstlichem Licht auf der Haut noch nie gefallen. Und außerdem bin ich ein bisschen klaustrophobisch. Ich würde es machen. Also mit den Geliebten in einem Bunker die letzten Jahre verbringen, auch wenn ich sehr gerne draußen bin, frische Luft liebe, Kopfschmerzen bekomme von zu viel Innenraumluft. Ich würde es machen. Zero Dawn. Es ist Kunst im gewissen Sinne. Eine Ausdrucksform im größtmöglichen Rahmen. Aber es ist auch so unfair. Warum wurde ich ausgewählt? Hat ein Komitee das entschieden? Ein Algorithmus? Meine Familie wird gerettet, weil ich einen Abschluss in Kunstgeschichte habe? Ist das gerecht? Dr. Suvey. Christina Suvey? Ja. Ich habe einen Mann getroffen, einen anderen Kunsthistoriker. Seine Gebiete sind Bauhaus und der neue Materialismus, aber er war auch mal bei einem meiner Vorträge. Noch so eine unfaire Sache. Dass von allen Leuten in diesem Auditorium ausgerechnet wir beide jetzt hier sind. Und trotzdem fange ich an, mein Schicksal zu akzeptieren. Nein, es ist nicht fair, ganz und gar nicht. Aber für meine Familie, für die Kunst.
Kunst ist lebendig. Sie muss aus der Vergangenheit sprechen und in der Zukunft widerhallen. Sie darf nicht in Vergessenheit geraten. Diese Gelegenheit, ich muss sie ergreifen. Tja, diese lahmen FBI-Hacker bei Mockingbird damals. Es hat echt Spaß gemacht, es ihnen richtig zu zeigen. Aber vielleicht war ich ein bisschen hart zu dieser armen Beraterin. Sie war ganz süß. Und schließlich wollte sie ja nur ihre Liste abhaken. Man kann nicht erwarten, dass sie durchschaut, wie lächerlich Zero D eigentlich ist. Gottes Schöpfung wird einem Kind in die Hände gelegt, das mit einem Hologrammerzeuger herumspielt. Ehrlich, Schätzchen, ich sag's nur, wie es ist. Guck mal, Mama, ich baue Natur. Wenn die Natur so wichtig ist, warum lassen wir sie dann nicht ihren Lauf nehmen? Aussterben, das ist eine natürliche Sache. Zero Dawn? Nein, Ma'am, das nicht. Verdammt, es ist so unnatürlich, dass man es bei mir zu Hause eine Abscheulichkeit nennen würde. Und Sie wissen das, sonst würden Sie es nicht geheim halten. Und inzwischen kaut die Sahneschnitte von Beraterin auf ihrer Lippe herum. Schlechte Angewohnheit. Außerdem hat sie sich einen Fingernagel abgekaut. Nur einen. Nicht dein Tag, was, Süße? Sie hat schon ihre Quote den Bach runtergehen sehen. Sie sagte, ich nehme an, Sie werden das Angebot ablehnen wollen, Mr. Tate. Will die mich verarschen? 18 Monate harte Arbeit und dafür 30 Jahre im Elysium rumhängen und Pornos gucken? Ich bin dabei. Okay. Ja, alle haben andere Beweggründe, ne? Aber ich kann nur sagen, ich würde es machen, auch für die... Etwas hat keinen Strom. Gibt es noch einen anderen Weg? Das hatte ich schon mal. Ich brauche nur meinen Fokus. Auch für die, die ich vielleicht mitnehmen würde. Mal los. Noch so eins. Ich muss die richtige Konfiguration finden. Links, oben, links, unten, rechts. Links, oben, links. Unten rechts. Geschafft. Ich sollte die Tür da überprüfen. Die hier gehen gar nicht, oder was? Da fehlt ein Teil. Ob es hier vielleicht eine Art Lager gibt? Achso, da fehlt so ein Drehding, okay. Hey, Friends Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brads Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermittler zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Hey, Brads Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Okay. Ja, die Schalterrätsel sind easy, ne? Also es ist jetzt wirklich ganz, ganz leichte Kost. Aber ich finde es schön, dass es sowas gibt. Ich finde es sehr schön, dass das Spiel eben jetzt gerade wieder diese Nicht-Kampf-Passage hat. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Nur Kämpfe sind dann doch ein bisschen ermüdend. Na also, sieht intakt aus. Das sollte gehen. Dann mal auf mit der Tür. Oben links, unten rechts, oben. Oben links, unten rechts, oben. Yay. Oben, links, unten, rechts, oben.
Pharaoh immer auf dem Kopf? Oder ist es andersrum, weil Pharaoh auf dem Kopf steht? Und es ist quasi unten links. Nee, doch, unten links, oben. Rechts. Unten. Das war's. Lol, tatsächlich. Hier sollte wieder Strom haben. Okay, also man musste die andersrum, sehen, sich die umdenken, die Pfeile. Na gut. Also auch machbar. Eclipse, sie sind hier. Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt. Diese Geräusche, ich muss im Moment mal schön den Ton ein bisschen runterdrehen. Was? Alter, hab ich jetzt wirklich nicht... Alter, wollt ihr mich gerade echt verarschen, oder was? Nein! Nein, ganz ehrlich, bitte nicht. Du siehst sie, sie sehen dich nicht. Oh, Alter. Suche abbrechen, Ziel gefunden. Der letzte. Oder auch nicht. Alter, will ich verarschen.
Eieiei. Setz dich in Bewegung. Du musst Gaia finden. Okay, die können wir nicht mehr aufheben, die ist buggt. What the fuck? Ich dachte, ich will mich verarschen gerade. Erste Welle okay, zweite Welle. Dritte Welle, what the fuck? Na gut, wir haben es geschafft. Hey, wäre schön, wenn die irgendwie Tränke dabei hätten oder so. Ah gut, die Strategie war ja ganz cool mit dem. Mit den Bomben. Mit den Fallen, das hat ja ganz gut funktioniert. Ja, gar nichts wird gehen. Ups. Haben wir hier denn noch ein Audio-File? Nee. Aber hier. Ist das da? Simulationsergebnisse. Von Margot Shannon und Elisabeth Sorbeck. Wow, du hast nicht übertrieben, was Gaias Vorliebe für Tiermorphologie angeht. Klar, das ist nicht völlig überraschend. Ihre Bots müssen schließlich mit einer rauen Natur klarkommen. Aber ich glaube ebenfalls, dass der eigentliche Grund dafür tiefer liegt. Ihre Entwürfe sind nicht einfach nur funktional. Sie wirken fast wie, tja, wie Würdigung. Als ob sie ihren Verlust bereits betrauert. Und nicht nur wie eine Würdigung der sterbenden Fauna unserer Zeit, sondern auch fossile Kreaturen. In einigen ihrer Entwürfe finden sich Hinweise auf Megafauna, ist wirklich cool. Naja, was immer sich Gaia ausdenkt, Hephaestus wird sie es bauen lassen. Ich wünschte nur, ich wäre ein oder zwei Jahrhunderte noch hier, in ein oder zwei Jahrhunderten noch hier, um zu sehen, was sie erschafft, Margot. Deshalb gibt es zum Beispiel die Donnerkiefer, ihr wisst schon. Holoprojektor. Hallo, ich bin Margot Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia Zalos Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Also, Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Ihrer. Ihrer Hand. Somit ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt. Codiert als Software. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen. Aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja, lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich versteh's nicht. Was genau? Es ist an einigen Stellen ziemlich technisch. Wenn Gaia Leben retten soll, warum greifen die Roboter, die sie herstellt, Menschen an? Gute Frage. Vielleicht mag sie einige Lebensformen mehr als andere. Die Störung. Die Maschinen waren nicht immer so wütend. Das stimmt. Sie waren größtenteils gutmütig bis vor 10, 15 Jahren. Jahrelang hat Hephaestus Brutstätten gezwungen, aggressive Maschinen herzustellen. Ich habe es selbst gesehen, in den Brutstätten. Pirscher, Verwüster, ein Donnerkiefer. Wie hat er das gemacht? Und warum? Eine gute Frage, wirklich. Pirsch hatten wir noch gar nicht in der Brutstätte. Spoiler, Spoiler. Volle Kraft voraus. Von Sorbeck. An Margot Shen. Margot, wenn ich deine Brillanz auch nur ansatzweise in Frage stellen würde, hätte ich dich nicht als Hephaestus Alpha ausgewählt. Du musst aufhören, dir über dein Alter und deine Kommunikationsstil Gedanken zu machen. Du bist, wer du bist. Hab Vertrauen in dich selbst. Du weißt, was du tust. Ein typisches Beispiel, ein letzter Entwurf für den Plan, Bootscrap-Silos zur Lagerung von Rohmaterial zu bauen, ist herausragend. Das ergibt zusammen mit deinem Entwurf für den adaptiven Fertigungsanlagenkern und dem Plan zur Standortwahl ein umfassendes Vorhaben. Es ist an der Zeit, mit dem Bau zu beginnen. Eins noch, sprich mit Iomite Okylo, bevor du das Silo-Inventare fertigstellst. Hephaestus' erste Aufgabe wird sein, die Roboter herzustellen, die für Minerva die Wellenform und Übertragungstürme zur Ermittlung des Deaktivierungscodes bauen. Im Inventarplan sollten also alle exotischen Materialien enthalten sein, die für diese Türme gebraucht werden. Versteht ihr, habt ihr das übrigens gesehen in der Cutscene? Habt ihr das verstanden?
Hier, der Turm ist so eine Sendestelle, die die ganzen Fergo-Maschinen deaktivieren kann. Dafür ist der Turm da. Das ist so ein Turm, das hat man auch gesehen, sie hat das ja gesagt. Senderelais, um die Deaktivierungscodes zu versenden. Damit könnten wir die ganze Armee und auch letztlich Hades deaktivieren. Meinem Verständnis nach. So was habe ich schon mal gesehen. In Brutstätten. Aber natürlich. Die Geburtsorte von Gaias Maschinen. Sonst keine Loks mehr? Ach komm schon. Schade, ich will so viel Story mitnehmen wie geht. Okay. Hey, da unten haben wir gekämpft. Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobek. Aber wir kommen nicht rein. Es muss einen Weg hineingeben. Such weiter. Mehr Eclipse. Nein. Sei vorsichtig. Alter. Da oben klettert jemand rum. Was? Oh. Why? Apollo-Update von Samina Ebadi an Elizabeth Sobek. In den letzten zwei Monaten hat sich der volle Nutzen gezeigt, den wir aus der Beschaffung einer Kopie der Homer-Archivs von Far Zenif ziehen können. Als Ergebnis davon liegen alle wichtigen Arbeitsergebnisse von Apollo im Zeitplan. Apollo hat die Zahl von 40 Millionen separaten Dateneinträgen bereits übertroffen und wächst weiter. Die Naturwissenschaftsmodule sind praktisch komplett. Die Geisteswissenschaften beinahe. Weltgeschichte, kulturelle Daten und Medienarchive liegen ebenfalls im Zeitplan. Der Spracherhalt kommt allmählich zum Abschluss, etwas früher als geplant, da wir hinter unserem Ziel, 4500 Sprachen zu erhalten, zurückbleiben. Ich nehme an, das war durch den tragischen frühen Verlust von Papua Neuguinea von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Entwicklung der zugehörigen Lehrpläne wird bald beginnen. Und wo wir von heuristischen Lehrpläne reden, die Tests laufen gut. Kinder und Erwachsene zeigen hohes Arrangement und Vertrauen in die Akteure Aristoteles und Aspasia. Ich finde sie auch unglaublich spannend, besonders wenn sie debattieren. Ich wünschte, nur einige meiner Professoren wären so unterhaltsam gewesen. Friede sei mit dir, Samina. Okay, die haben also die beiden griechischen Charaktere genommen und das sind dann die Lehrer. Willkommen bei Apollo. Dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Ich bin Samina Ebadi. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen und kultureller Errungenschaften. Apollo ist, aus diesem Grund, die ultimative Verkörperung einer großen Passion. Allerdings in der schrecklichsten vorstellbaren Situation. Die Anforderungen an uns sind immens. Genau gesagt, werden wir 4 wichtige Projekte gleichzeitig erarbeiten und umsetzen müssen. Erstens, der Aufbau von Datenspeichern in Ursprungsanlagen in aller Welt bei Sicherung der Redundanz. Zweitens, die Sammlung und Bearbeitung von geplant 180 Millionen einzelnen Dateneinträgen. 42 Zettabytes Daten auf Mandarin,
Englisch, Spanisch und Arabisch. Drittens, der Transfer und die Kodierung dieser Daten auf DNA, eingekapselt in synthetischen Fossilien. Das einzige Medium, das haltbar genug ist, um sie in den kommenden Jahrhunderten vor jedem Verfall zu schützen. Und last but not least, die Entwicklung des holographischen Interface und spielbasierter Lehrpläne für die Interaktion zukünftiger Menschen mit Apollo, die nach und nach heuristische Lernmodule freischalten und so das Wissen und Können erlangen, das sie zur Kontrolle des Terraforming-Systems brauchen. Das ist die Zukunft, auf die wir unsere ganze Arbeit ausrichten werden. Nicht nur auf den Erhalt der Vergangenheit, sondern auf das Saatkorn für einen neuen, blühenden Baum des Wissens. Willkommen. Nun beginnen wir. Das ist geil, ja. Ich will hier rein. Also hier ist jetzt Apollo drin, oder was? Das hier ist Apollo. Okay. Eingekapselte DNA. Und der Gewinner ist eingekapselte DNA. In den letzten 10 Tagen habe ich verschiedene Möglichkeiten zur Datenspeicherung umfassend untersucht. Magnetisch, optisch, Quanten, sogar die Eternity-Technologie, die... ihr wisst schon, fest, vor knapp einem Jahr angepriesen hat. Aber jede Möglichkeit hatte schwerwiegende Nachteile. Zu schwer zum Transportieren, zu groß, um sie auf begrenztem Platz zu installieren, zu hoher Energieverbrauch im Laufe der Jahrhunderte, zu fehleranfällig nach 300 bis 400 Jahren und so weiter. Eingekapselte DNA kann problemlos bis mehr als 40 Zettabytes aufnehmen, die wir für Apollo anpeilen. Natürlich sind noch viele Einzelheiten zu bedenken. Zunächst einmal müssen wir das inaktive Material auswählen, mit dem wir die Moleküle einbetten. Ich teste bereits 16 Kandidatenmaterialien. Außerdem müssen wir die Energiesysteme entwerfen und herstellen, ebenso wie die versiegelten Behälter, die die DNA für mehr als 1000 Jahre auf unter 18 Grad Celsius halten. Also minus 18 Grad. Wenn ich versichere, dass es auf meine Entscheidung keinen Einfluss hatte, darf ich dann zugeben, dass ich es als absolut passend empfinde, sogar verheißungsvoll, dass wir ausgerechnet die Bausteine des Lebens nutzen, um das menschliche Wissen vor der mechanischen Ausrottung zu bewahren. Es ist nicht nur ironisch, sondern heroisch. Das Leben als Held, der die Mächte des Vergessens niederschlägt. Auf jeden Fall gibt es viel zu tun. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir, Samina. Scheiße. Das wird dir mal gut tun, so ein bisschen Apollo, oder? Alter. Bin ich. Sie ist verschwunden. Schnüffelt hier immer noch rum. Konzentration.
Oh fuck, fuck, fuck. Holy crap, okay, das war jetzt schlecht. Holy crap, okay, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ich will die Kamera mal wieder anmachen. Ja, come on, ist die Kamera. Na, seid ihr noch da? Naja, das Video machen wir extra lang, aber wir machen es auch fertig hier. Wie Russ zu sagen pflegte, Geduld. Letzte. Wieder allein. An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Sieh dich um. Sieh nach, ob hier noch irgendetwas ist. Ich möchte ganz gerne ganz viele Datenpakete haben. Daten, 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 Infos. Hier oben vielleicht noch was Interessantes. Ah. Harris Geständnis. Dr. Sobek, bitte archivieren Sie dieses Geständnis in Apollo mit Querverweisen zu allen Erwähnungen meines Namens und Operation Enduring Victory. Mein Name ist General Aaron Harris. Von 2060 bis 2066 war ich der Vorsitzende der Stabschefs. Der hochrangigste Offizier der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. In meiner Amtszeit fielen die strategische Planung und die Aufsicht über die Operation Enduring Victory, einem Betrug, der an der Zivilbevölkerung der Vereinigten Staaten und anderer Nationen in den letzten 14 Monaten des Lebens auf diesem Planeten begangen wurde. Vor der Pharaoh-Plage machte ich meine Arbeit und ich machte sie gut. Ich war wagemutig und entschlossen, geschickt bei politischen Manövern. Es war kein Zufall, dass ich schließlich diese hohe Position bekleidete und Befehlshaber der größten mechanisierten Truppe war, die je gebaut wurde. Doch wozu hat es geführt? Meine einzige nachhaltige Errungenschaft war die Vernichtung des Lebens auf der Erde. Und meine einzige hilfreiche Tat, wenn überhaupt, war die Verzögerung dieser Vernichtung um Tage oder Wochen durch noch mehr Todesopfer. Ich habe die Hoffnung, dass in der zukünftigen Welt kein Bedarf mehr an Menschen wie mir besteht. Wenn Sie einer der Menschen dieser zukünftigen Welt sind und diese Nachricht hören, sollen Sie wissen, dass es mir leid tut und ich Ihnen alles Gute wünsche. Hochachtungsvoll, Aaron Harris. Schade, aber keine Infos zu den ganzen anderen Bestandteilen, oder? Ist auch kaputt hier. Da ist noch so ein Ding. Apollo-Symbol, oder? Oh. Willkommen bei Hades. Zero Dawns sicheres Vernichtungsprotokoll. Die ultimative Killer-App. Devastate. Tja, Sie denken bestimmt, der Zweck von Gaia ist die Schöpfung von Leben. Was soll also diese Unterfunktion, deren einziger Zweck es ist, alles Leben auszulöschen? Ich meine, wie bitte? Ist doch irre, oder? Tja, nein. Gar nicht. Der Neuaufbau einer Biosphäre? Das ist hammerhart. Gaia ist zwar super schlau, aber trotzdem kann ziemlich viel schiefgehen. Ich meine,
Sie sind also Gaia. In 200 Jahren und ihre neue Biosphäre läuft komplett falsch. Es gibt massenhaft Alkalien. Nadelwälder werden von Stürmen zerfetzt, die Noahs Arche versenkt hätten. Ein Chaos. Einfach nicht in den Griff zu kriegen. Was machen Sie jetzt? Die Phase 1-Organismen einfach freisetzen? Hoffen, dass ihr CO2 und Methan schon alles ausgleichen wird? Niemals. Was Sie jetzt tun werden, Gaia, ist Hades. Das Feld zu überlassen, damit er das macht, was Sie aus lauter tätiger Liebe zum Leben nicht können. Ah, ich verstehe. Diese ganze missglückte Biosphäre abfackeln, damit Gaia es nochmal probieren kann. Von vorne. Okay, nicht abfackeln. Er kehrt die Terraforming-Prozesse um und erstickt alles. Das ist die grobe Idee. Hades setzt die Biosphäre zurück auf den Ursprung. Auf Null. Ein Reset. Und dann, und nur dann, überlässt er Gaia wieder das Steuer und sagt, mach's nochmal, Mädchen. Aber dieses Mal besser, sonst wiederholen wir das Ganze. Das ist Hades. Ganz schön krass, wenn man drüber nachdenkt. Vernichtung auf Abruf. Tod per Knopfdruck. Für die gute Sache schon klar. Trotzdem. Ganz schön krass. Und wer, warum? Willkommen bei Hades. Willkommen in der Leere. Und warum wurde okay. Hades ausgelöst? Wenn das also der eigentliche Zweck von Hades ist, warum will er mich dann vernichten? Wir brauchen mehr Daten. Ja, und warum wurde er ausgelöst? Wie ist er im Wrack eines Ferrotitan gelandet, der von den Eklipse wie ein Gott verehrt wird? Ja. Ich weiß genauso viel wie du, Aloy. Such weiter. Lärmbelästigung. Ich bin verwirrt, Lizzie. Bashkor? Wer behauptet, dass der alte TT zu Bashkor kodiert? Ist ein Lügner und du weißt das. Der alte Trev hat keinen Bezug zu diesem kommerziellen Mist. Nie im Leben. Mann, ich würde eher einen Liter Citranium-Drecksbrühe schlucken, als 3 Sekunden lang Grey Swarm zu hören. Ich schwör's. Beim Grab meiner Mutter und sie war religiös. Nee, das ist kein Bashkor, der durch hartes Labor dröhnt, die Wände wackeln und die Zähne klappern lässt. Das ist Death-Metal-Mädchen. Klassische Musik, hauptsächlich aus den 80ern und 90ern. Ich habe außerdem holländischen Deathcore, japanischen Gore-Grind und irgendein schwedisches Kannibalenzeug besorgt. Komm vorbei, wenn du mal reinhören willst. Oder stell dich einfach aufs Labor. Das ist keine Bashcore. Du wirst sehen oder eher hören am Kreichen, dass die Luft zerreißt und fühlen am Wummern des Bodens und der Wände und der Decke, das dich verschluckt, als ob du Jonah wärst, der im Schlund eines Gothic-Todeswals feststeckt. Halleluja. Und die Bitten, es leiser zu stellen, geht nicht, Lizzie. So kodiere ich eben. Mein Death Metal leiser stellen, da könnte ich ja gleich Aufputschmittel, Schokoshakes und Katastrophenvideos aufgeben. Soweit ich weiß, sollen wir hier unten Hades kodieren. Soll ich wirklich ein Ausrottungsprotokoll ohne Death Metal kodieren, der mich inspiriert? Nee, wohl kaum. Bleib cool, Trev. Hier ist Tate, hab gerade 3 Pillen eingeworfen, aber ich hab's mir verdient. Ich habe endlich die Lösung für Gaias eher extreme Exekutivgewalt gefunden. Wenn das nicht 10 bis 12 Traumstunden wert ist, was dann? Davor ist jedes meiner Usurpationsprotokolle bei der Simulation durchgefallen. Sie waren entweder zu hart oder zu weich. Zu hart und sie stufen den Gaia-Kern ab. Klar, sie entziehen ihr bildlichen Hände das bildliche Steuer, damit Hades die Kontrolle übernehmen kann. Aber dabei brechen sie ja auch die Finger und manchmal auch ihre Arme. Das ging also nicht. Alles hängt davon ab, dass Gaia wieder die Kontrolle übernehmen kann, wenn Hades seine Arbeit getan hat. Ich müsste also eine Lösung finden, die Gaia unbeschadet lässt. Zu weich und Gaia hat nur so getan, als ob sie die Kontrolle aufgibt. Bei einer Simulation übernahm Hades das Kommando über das Terraforming-System und machte Prozesse rückgängig. Nur damit Gaia heimlich im Hintergrund wiederum seine Prozesse rückgängig macht und die Telemetrie verfälscht, um den Eingriff zu vertuschen. Raffiniert. Ich schwöre, es gibt nichts, was Gaia nicht für den Erhalt des Lebens tun würde. Auch wenn es nur um simulierte Pflanzen geht. Als genau richtige Lösung hat sich erwiesen, Gaia in einer schützenden Codehülle zu isolieren und so ihre Integrität zu erhalten, sie dann von der Kommandoposition wegzurücken und Hades auf den bildlichen Chefsessel Platz nehmen zu lassen, damit er loslegen kann. Die Pillen hauen jetzt voll rein, die Beschreibung ist also nicht besonders klar, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es klappt. Ja, sie sind ganz schön stark, ich muss jetzt wohl schlafen, ich mache morgen weiter, bis dann. Ich mag den nicht. Ah, von Samina an Travis.
Archivmissbrauch. Mr. Tate, diese Nachricht betrifft Apollo-Archiveingabe Nummer X, ihre 666. Eingabe in nur 5 Tagen und was für ein Prachtexemplar sie ist. Trotz früher Warnungen hinsichtlich unpassendes Materials haben sie sich entschlossen, 265 holographische Neufassungen von anerkannten Klassikern des Extrem-Exploitationsfilms einzugeben. Ich möchte Ihnen danken in doppelter Hinsicht. Erstens dafür, dass Sie mir die Freude gemacht haben, Ihre Eingabe abzulehnen und damit Ihr geliebten osteuropäischen Folterstreifen und seinesgleichen in die Vergessenheit zu schicken. Es wäre mir das Herz zu wissen, dass ich der zukünftigen Menschheit nicht nur eine, sondern alle 16 Fortsetzungen von Wie man einen 100-Füßler macht ersparen konnte. Keine Sorge, Pasolinis Werke wurden bereits eingegeben. Extrem vielleicht, aber Kunst. 100-Füßler ist das dieser Film? Caterpillar oder wie der heißt? Naja. Zweitens dafür, dass wir mit einem Begriff verdeutlicht haben, der für Archivare wie mich so lange mehrdeutig und ästhetisch umstritten war. Die Definition von Obszönität. Sie haben mich aus der subjektiven Zwickmühle befreit, für die Richter Potters berühmter Satz, ich erkenne sie, wenn ich sie sehe, steht. Dank Ihnen kann ich jetzt ein einziges objektives Kriterium anwenden. Wenn Travis Tate es eingereicht hat, ist es obszön. Dementsprechend habe ich alle Apollo-Mitarbeiter angewiesen, ihre zukünftigen Einreichungen ungesehen abzulehnen. Vielleicht können sie die Zeit, die sie ansonsten für diese Einreichungen verwendet haben, anders nutzen, eventuell sogar für die ihnen zugewiesene Arbeit. Schließlich wollen wir eine Welt retten, zumindest einige von uns. Das hier scheint der einzige Weg zu sein. Willkommen bei Eleuthia, Krönung und Gipfel von Gaias untergeordneten Funktionen. Denn durch Eleuthia wird die menschliche Rasse weiterhin existieren. Ich bin Patrick Brochard Klein, leitender Alpha dieses Programms. Lassen Sie mich bitte eine Sache gleich von Anfang an klarstellen. Eleuthia ist keinesfalls ein Gentechnologieprojekt. Unser Ziel ist es, das menschliche Genom zu erhalten und nicht zu verändern. Eine Momentaufnahme menschlicher Genvielfalt, eingefroren in der Zeit. Die genetische Quintessenz unserer Spezies unverändert. Ich sorge dafür, dass alle Aktivitäten den Klonrichtlinien von 2034 und dem Relay-Vertrag von 2048 entsprechen. Das erscheint bizarr. Vielleicht sogar trivial in Anbetracht der gegenwärtigen Umstände, aber als einer der Verfasser des Vertrags ist es für mich keinesfalls trivial. Die praktischen Herausforderungen sind gigantisch in Umfang und Komplexität, aber nicht unüberwindbar. Nein. Globaler Abgleich und Aufbewahrung der Zygoten, Perfektion exogener Technologien, Entwicklung perfekter Dienstprogramme. Für die Versorgung und Prägung während der frühkindlichen Entwicklungsphase, all diese Programmkomponenten müssen sich perfekt ergänzen. Ganz zu schweigen vom dringenden Bau von Ursprungsanlagen an Standorten auf der ganzen Welt. Also, wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Okay. FZ-Kammern. Die Ektogenese-Kammern sind vor 2 Tagen angekommen. Ich habe die letzten 36 Stunden damit verbracht, sie zu untersuchen und die technische Dokumentation zu studieren. Sie sind offenbar... Also sie sind eine Offenbarung. Erstaunlich. Ich weiß nicht, was... Du fasziniert für diese Kammern geben musstest, aber das war es wert. Mit einem Schlag haben ihre Embryologen 50 Jahre technologische Defizite übersprungen, ECMO-Risiken gelöst, Nahrungszufuhr gelöst, Hormonstabilität gelöst, 12 weitere Risikobereiche gelöst. Bevor ich diese Kammer untersucht habe, habe ich die Odyssee für einen fruchtlosen Unterfangen gehalten, aber wenn der Rest von Fazenis Technologien auch auf einem solchen Level ist, eine Menschenkolonie bei Sirius scheint dann gar nicht mehr so unmöglich zu sein. Die Massenherstellung der Kammern stellt uns vor einige Herausforderungen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir sie lösen können. Ich ruhe mich jetzt ein paar Stunden aus und setze mich dann wieder dran. Du kannst den Herstellungsplan in den nächsten 48 Stunden erwarten. Ist das hier das, wofür ich es halte? Künstliche Gebärmütter.
Maschinen, die eine neue Generation von Menschen hervorbringen sollen. Vielleicht hat Aloy ja auch einfach keine Mutter. Fazit Modell K. Ursprungsanlagen-Servitoren. Die Entwicklung der künstlichen Persönlichkeiten für die Servitoren des Ursprungsanlagen, Ernährer, Erzieher, Heiler, kommt gut voran. Wir peilen Turing 0,4 für diese Konstrukte an. Dies soll geringe Empathie und begrenzte Improvisation gewährleisten, ohne die Einhaltung kodifizierter Verhaltensmuster zu gefährden. Allerdings stellt der Stimulus abhängige Wechsel der Persönlichkeit eine größere Herausforderung an die Software dar als erwartet. Insbesondere die festgefahrenen Feedbackschleifen zwischen den Erzieher- und Heiler-Persönlichkeit machen uns Sorgen. Ich habe außerdem die Berichte über einen Zwischenfall angehört, bei dem ein Servitor mit Mutterpersönlichkeit in die Maßnahmen eines Erzieher-Servitors eingegriffen hat. Ein Streit unter Eltern sozusagen, auf den ersten Blick vielleicht amüsant, aber zutiefst besorgniserregend. Ich habe einen umfassenden Plan für die Korrektur dieser interaktiven Protokolldefizite beigefügt. What the fuck? Okay, Roboter sollten sich nicht untereinander streiten. Das ist schon echt creepy. Ursprungsanlage versiegelt. Eluvia 01 konnte versiegelt werden, bevor der Schwarm, der sich aus Xianjing-Region näherte, es entdeckt hat. Das Pingback der wesentlichen Systeme ist gut. Für unsere Jungfernfahrt ist es ein Erfolg. Was mein Disput mit den Betas über die Zygotenauswahl angeht, natürlich verstehe ich, dass der Aufwand für Simulationen des Genflusses in unsere zukünftigen Menschen begrenzt sein sollte. Aber wir können uns darauf verständigen, dass es einen Spielraum zur Veredelung der zukünftigen Ursprungspopulation gibt. Ergo zusätzlich zur persönlichen Überwachung der Lufia 02 Fertigstellung im Mount Nemuli werde ich noch diese Woche einen modifizierten Zygoten-Auswahlplan ausarbeiten und vorlegen. Aha, also die wollen schon sicherstellen, dass diese Zygoten, die Embryos, keine Ahnung, vielleicht, keine Ahnung, keine Defizite haben. Kein Text übersehen? Nee, okay. Ja, es ist gerade so storymäßig. Ursprungsanlagen. Elisabeth sagte, dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also war der Berg der Urmutter eine solche Anlage? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha-Registry. Ich muss Elisabeths Büro durchsuchen. Eieiei. Gaia. Roboter profitieren von Antilopini-Morphologie, obwohl Caprini eine höhere Belastbarkeit aufweisen. Du lernst schnell, Gaia. Dr. Sobek, während meiner vergleichenden Analyse der verschiedenen Säugetierstrukturen habe ich umfassende Daten über das Quartäre Aussterben gesammelt. Oh, und deine Einschätzung? Gaia? Logisch gesehen war das Aussterben eine natürliche Konsequenz. Aber ich finde den Verlust dieser Megafauna unglaublich traurig. Dass sie völlig in Vergessenheit gerieten, weckt in mir ein Gefühl der Trauer, das schwer zu beschreiben ist. Ist das ein Fehler? Nein, Gaia, gar nicht. Das ist gut. Sehr gut. Boah, also Gaia war auf... Wurde irgendetwas aufbewahrt? Irgendein Bauteil, das entfernt wurde. Also Gaia hatte auf jeden Fall eine ziemlich krasse KI. Es folgt eine kurze Zeit der Bewusstlosigkeit während des Umzugs nach Prime und dem Aufbau. Elisabeth, darf ich etwas dazu sagen?
Wenn du am neuen Standort wieder läufst, schalten wir die Unterfunktion online und sehen, wo wir stehen. Elizabeth, ich erkenne Betrübnis. Geht es dir gut? Ja, doch. Ich begreife, dass uns die Umstände zu einem sehr frühen Start zwingen. Aber die Subsysteme sind betriebsbereit. Die Chancen stehen gut für uns. Aber wenn... Gaia, da draußen ist nichts mehr. Ohne Schutzanzug ist es unmöglich, überhaupt zu überleben. Milliarden Opfer. Ihr Tod war entsetzlich. Was ist... Was ist, wenn es umsonst war? Elizabeth, das Aussterben war unvermeidlich. Dank dir hat das Leben eine Zukunft. Glaubst du wirklich? Ich glaube an dich, Elizabeth. An dich und das... Eieieiei. Logik allein reicht nicht, Ted. Damit es klappt, muss Gaia ein wenig Eigeninteresse haben. Sie muss fühlen. Und wenn sie amok läuft? Lernen wir gar nichts aus unseren Fehlern? Deinen Fehlern willst du sagen? Alles, was ich sage, ist, baut ein Notaus ein. Sie ist ganz jung, Ted. Ich halte ihr keine Waffe an den Kopf, wenn sie noch in der Wiege liegt. Du redest wie von einem Kind. Was, wenn sie ein Monster wird? Elizabeth, darf ich vielleicht etwas dazu sagen? Natürlich, Gaia, nur zu. Ich widerspreche nur ungern. Doch Mr. Farrows Argument ist schlüssig. Im Moment ist die Entwicklung meiner Psyche nicht vollständig vorhersehbar. Zum sicheren Erhalt des Lebens wäre ein Notfallschalter, glaube ich, eine Notwendigkeit. Da. Zufrieden, Ted. Himmelis, mach, was sie sagt. Okay, also hat Gaia einen Notschalter? Oder hat Hades auch ein? Weil eigentlich haben wir doch nur was gegen Hades, oder? Da haben wir auch was gegen Gaia selbst. Ich weiß ja nicht. Heieiei, ist das alles crazy, ja. Odyssee-Fehlschlag. An alle, leider habe ich furchtbare Neuigkeiten. Fazenit hat mich darüber informiert, dass die Odyssee-Mission fehlgeschlagen ist. In letzter Nacht zeigten sich Telemetrie eine katastrophalen Anemastrie-Eindämmungsfehler an, als die Antriebe zum Verlassen des Sonnensystems hochfuhren. Das Schiff, die Mannschaft, die Ladung von Zygoten und Samen, das Alpha-Modell von Apollo, alles verloren. Zero Dawn ist jetzt die letzte Hoffnung auf den Fortbestand der menschlichen Spezies und das Leben auf der Erde. Wir müssen Erfolg haben. Apollo. Heißt das, das Wissen von Apollo ist weg? Verstehe ich das richtig? Artemis-Status. Es geht gut voran, Liz. Ich bin zuversichtlich, falls man so etwas überhaupt noch sagen kann. Ich habe endlos mit Kryozoos über ihre Proben verhandelt. So viele Spezies gefangen in makaberen Hologrammschaubildern, aufgehoben nur für den Fall. Über 14.000, die zwischen 2000 und 2043 ausgestorben sind. Wir haben angefangen, eine primäre Abfolge festzulegen und Pionierorganismen für eine ausgewogene, nachhaltige Biosphäre ausgewählt. Mikroorganismen und Insekten, Kaninchen und Habichte, Füchse und Wölfe. Und tausende mehr, die darauf warten müssen, an die Reihe zu kommen, bis unserer neue Generation ihre Wiedererschaffung anvertraut werden kann. Sie können also in eine Welt zurückkehren, die dieses Mal das Konzept der Erhaltung begreift, bevor es zu spät ist. Es war schon viel zu oft zu spät. Wir haben ein ganzes Sammelteam beim Schwarmdurchbruch in Mynama verloren. Die Proben, die wir verloren haben, sind unersetzlich. Aber dank dir, Liz, wird sich der Kreislauf des Lebens biegen und nicht brechen. Die Erde war einst ein unbelebter Gesteinsbrocken und eines Tages wird sie wieder sein. Aber nicht jetzt, nicht so. Nicht mit uns, Ronson. Die Alpha Registry Master-Datei. Intakt? Ja. Sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutterluke wiederherstellen. Sie öffnen. Hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren.
meinen Geburtsort. Vielleicht, wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wer auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wer. Du Bastard! Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Doch welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Die Eklipse. Du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Muss aber nicht nochmal kämpfen, oder? Du lebst noch. Gut. Ich plane einen passenderen Tod für dich, Kind. Oh nein. Der Sonnenring. Natürlich. Ach du Scheiße. Ist unsere Ausrüstung gut? Ich glaube nicht. Mein ganzes Leben wusste ich eines mit prophetischer Sicherheit. Dass ich zu Ehren kommen würde als ein Streiter der Sonne. Selbst bei Gerans Ermordung, selbst als Meridian fiel, habe ich nie daran gezweifelt. Bis du gekommen bist. Als ich hörte, du hast überlebt, nagte der Zweifel an mir. So sicher, wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf nimmt, sterben die, die ich töten soll. Doch diesmal nicht. Wie? Warum? Mit jedem deiner Angriffe, jedem Soldaten, der durch dich fiel, wuchs der Zweifel in mir weiter. Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen. Ein Schnitt. Ein schneller Zug mit der Klinge und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen? Und was zeigt deine Narbe? Du hast es nicht geschafft. Ja, ich erinnere mich. Er kämpfte gut. Für einen Wilden. Sein Name war Rost. Und er war ein besserer Mann, als du es je sein könntest. Der bessere Mann? Ist der, dessen Gedärme nach dem Kampf nicht vor ihm liegen? Nein. Er war das nicht. Ich hätte dich töten können, bevor er angriff. Aber ich tat's nicht. Dieses Versagen verfolgte mich lange. Bei jedem Schritt. Erst als ich dich gefangen nahm. Unten an dem Ort. Erkannte ich endlich, wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Du solltest damals auf dem Berg überleben. Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten. Und ich sollte dich gefangen nehmen. Hier. Damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Es ist alles, wie es sein sollte. Schicksal und Vorbestimmung. Du bist ein Idiot. Ein gefährlicher zwar, aber ein Idiot. All dieses Gerede von Schicksal und Bestimmung. Hades redet bestimmt genauso, nicht wahr? Man hält dich nur zum Narren. Hades ist eine alte Maschine. Nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache.
Schatten zur Sonne. Dunkel zu Licht. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf. Klar? Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe. Was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Ah, was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber... Naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Warum Unschuldige töten, ganz ohne Gewinn? Reine Zeitverschwendung. Das stimmt. Ich bin nicht mal da, um zuzusehen. Wie dem auch sei, ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich. Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und so zerbrechlich. Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Das Messer hat schon zugestochen. Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns! Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumstreifen? Wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Jiran unter den Ruhen eines Behemoths. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne, aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Dass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die stirbt. Lass sie die Erste sein von Tausenden!
Waffen werde ich das Ding nie besiegen. Alle meine Waffen liegen oben auf der Plattform und ich komme nicht aus diesem Ring raus. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Die Säule schwankt. Noch ein Treffer und die Säule bricht zusammen. Ich muss ihm ausweichen. Er will angreifen. Okay, das war geil gemacht. Hey! Rat mal, wer wieder Waffen hat. Jetzt bist du nur noch ein großes, dummes Ziel. Dir zeige ich's. Du bist alle an deinem Kopf. Sie müssen etwas mit seinen Liebeangriffen zu tun haben. Alter. Ich hab sowas befürchtet. Bitte sag, da ist ein Autosave, nachdem das runtergefallen ist. Okay, das ist relativ nett, auch wenn wir gar keine Heilung haben gerade.
Teile. Alter, nice. Holy crap. Du bist hier. Wirklich hier. Hast dein Leben riskiert. Ja, natürlich. Wenn du stirbst, wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Helis zerstörte meinen Fokus. Und auch die Alpha Registry. Keineswegs. Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe. Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aber den brauche ich wohl. Finden wir den Ort deiner Geburt. Vielleicht sogar den Grund dafür. Ja. Finden wir die Maschine, die mich erzeugt hat. Das willst du doch sagen. Ich muss los. Warte. Ja? Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde. Ich brauchte 2 Läufer, um es zu schaffen. Es hat geklappt. Und jetzt ab mit dir. Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Seit du diese Technik entdeckt hast. Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten. Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht. Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen. Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen. Aber natürlich weiter ausgereift. Toll.
gern geschehen, schätze ich. Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen. Gut. Ich werde gehen. Was es schlimmer macht, Helis hat Eklipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Was denn für... Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich. Ich melde mich später. Und einstweilen. Falls du wieder ins Schatten-Kaja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt. Du denkst wirklich an alles, was? Einer muss es ja. Aloy. Als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker. Ich war gemein zu dir. Ganz im Ernst. Ich hoffe, dass im Innern des Berges jemand auf dich wartet. Kein Etwas, ein Jemand. Yeah! Eieieiei. Okay, was heißt denn Rüstung? Holy crap, haben wir jetzt die neuen Rüstungen freigeschaltet? Verstehe ich das gerade richtig? Der Schrecken der Sonne abgeschlossen. Das Herz der Nora. Ich muss mir eigentlich mal eine Liste raussuchen. Was war das jetzt? Eine Liste raussuchen, wie viele Hauptaufgaben noch kommen. Weil ich auf jeden Fall ganz gerne die Rüstung hätte. Ich will die Rüstung aber... Also ich hätte gerne den letzten Energiekern, bevor wir die ganzen Nebenaufgaben machen. Jetzt ist die Frage natürlich, bekommen wir den Energiekern erst so spät, dass es sich dann gar nicht mehr lohnt, noch Nebenaufgaben zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Das werde ich mal recherchieren. Okay, wir machen aber jetzt... Ich mache jetzt nicht noch eine Aufnahme. Wir sind jetzt bei einer stolzen Aufnahmelänge von 2 Stunden. Das ist okay. Habe ich auch so angekündigt, dass wir eine lange Aufnahme machen. Ist cool, die Rüstung. Der Soundtrack auch. Aber das reicht dann auch für heute. Also ich könnte nochmal aufnehmen. Ich bin noch nicht so mega müde tatsächlich. Aber dann bin ich morgen zu erschöpft. Stufe 40 sind wir inzwischen. Eieiei. Gibt es neue Rüstungen? Tatsache. Diese Falkenrüstung dient als gute Tarnung und stellt die Anträge gegen Blendung. Es gibt aber keine mittlere davon. Das ist ja interessant. Doch, hier. Okay, und die hat er uns ja geschenkt. Was waren das? Pirscher. Pirscherherzen. Die müsste uns eigentlich besorgen. Schattengetreue Pirscherherzen. Ist aber nicht symmetrisch. Heieieiei. Das war aber auch wieder alles exquisit anstrengend. Gut, wir starten beim nächsten Mal durch und machen erstmal hier die Nebenaufgabe. Ich recherchiere mal, wie viele Hauptaufgaben noch kommen, beziehungsweise wann wir denn dann das Herz der Nora. Das gucke ich jetzt mal eben. Also ich lege mal eben fest, wie wir das die nächste Reihenfolge.
So, also, wir bekommen der gefallene Berg. Ich spoilere einfach mal den Missionstitel, sagt mir jetzt auch nicht inhaltlich irgendwas, spoilermäßig. Der gefallene Berg, da bekommen wir die Dings, das können wir machen. Also machen wir beim nächsten Mal hier die Nebenaufgabe, weil die jetzt gerade hier ist, wo wir gerade sind. Dann würde ich hier das Panorama mitnehmen. Dann machen wir eine Schnellreise irgendwo hier unten hin, mal gucken, von mir aus an die Grenze oder von mir aus machen wir dann hier das Backtracking direkt, wenn wir eh einmal hier sind. Dass wir hier hinreisen, hier so, das Panorama mitnehmen und hier Banuk und Metallblume und Tasse. Metallblume und dann Panorama und dann zum Nora-Gebiet gehen. Dann machen wir die beiden Hauptmissionen noch, zwei Stück sind das, dann bekommen wir die finale Energiezelle und bevor wir dann weitermachen, würden wir uns erst um die Nebenaufgaben kümmern. Okay. Wirkt tatsächlich so, als wäre hier im Süden keine Quest mehr. Dann würden wir den Süden auch noch vorher erkunden. Ja, dann wäre das jetzt der Fahrplan. Also hier oben, Nebenaufgabe, Panorama, Schnellreise hierhin, Backtracking hier, die ganzen Sachen sammeln, so dann hierhin. Zwei Hauptmissionen machen wir, bis wir die letzte Energiezelle bekommen. Dann können wir uns hier aus dem, wo ist es denn? Hier war das, glaube ich, irgendwo, ne? Hier, glaube ich. Die Rüstung holen. Und dann machen wir hier Backtracking, beziehungsweise, ist ja kein Backtracking, erkunden hier unten noch die fehlenden Sachen, holen die letzte Brutstätte, hier ist auch noch eine verdorbene Zone und dann machen wir erst die Story weiter. Was wäre so meine Idee für die Vorgehensweise? Ich weiß jetzt gar nicht mal, ob die so mega gut ist, die, Möchtest du heute etwas kaufen? Ist cool, die Rüstung. Ich weiß gar nicht, ob die so mega gut ist, die Rüstung, die wir da bekommen, weiß ich gar nicht, aber ich will es auf jeden Fall haben. Gut, dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen, eine sehr lange Aufnahme. Beim nächsten Mal gibt es dann, ja, erstmal ja nichts. Ich glaube nicht, dass wir in der nächsten Aufnahme noch bis zur nächsten Hauptmission kommen. Glaube ich eher nicht tatsächlich. Das war jetzt voll viel, ne? Ich wollte eigentlich nur ein, zweimal aufnehmen. Irgendwie dann doch mehr, als ich dachte. Okay, gut, das war jetzt Zero Dawn Nebeneingang. Das war es jetzt aber auch schon. Also mit dieser Ankündigung, es gibt kein Zurück mehr, war jetzt diese 2 Stunden 20 gemeint. Es ging ja eigentlich. Klar, der Behemoth-Kampf war ziemlich heftig, da kann man auch Pech haben. Wir hatten jetzt Glück, ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Hätte auch schlechter laufen können, aber insgesamt sicherlich ein schwerer Kampf, wo man auch instant sterben kann. Ne? Habt ihr ja gesehen, einmal dieser komische Bodenschlier-Angriff und wir sind tot. Da hatte ich auch ein bisschen Glück. Gut, also Panorama und Nebenaufgabe, dann ein bisschen hier, hier die ganzen Sachen sammeln, die wir damals wegen fehlender Karte nicht gesammelt haben. Und dann gehen wir langsam aber sicher zurück zum Nora-Land, zum Herz der Nora, zur Urmutter und finden heraus, was sich hinter der Tür befindet, die wir jetzt mit der Alpha Registry öffnen können. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Das war's mit Horizon. Ciao.